Ja, hallo, schönen guten Abend. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Ich bin Carlotta, hier die Schwarze. Und das ist meine Tochter Emi. Emi ist 3 Jahre alt und ich bin 8. Unser Herrchen und Frauchen haben beschlossen, mit uns gemeinsam in den Urlaub nach Kroatien zu fahren dieses Jahr. Ja, hierfür mussten einige Vorbereitungen getroffen werden und das möchte ich euch gerne hier erzählen. Das heißt, also, damit wir mitkommen können nach Kroatien, sind wir erst in der vergangenen Woche beim Tierarzt gewesen, der uns regelmäßig untersucht und haben uns einmal durchchecken lassen. Hierbei ist nichts Auffälliges festgestellt worden und er hat uns ja einen schönen Urlaub gewünscht. Da es aber so ist, dass momentan die Sandmücke sehr stark dort verbreitet ist, zumindest nach Aussage des Tierarztes, hat er uns auch dementsprechend ein Medikament dazu verschrieben, was wir vorher circa eine Woche bei den Hunden im Genick einreiben müssen, so dass, wenn sie gestochen werden sollten, das keine wirklichen Auswirkungen hat. Zusätzlich ist es auch so, wenn man mit einem Hund nach Kroatien einreist, ist es also wichtig, dass der Hund auf jeden Fall gegen Tollwut geimpft ist und darüber hinaus eben halt auch gechippt ist. Diesen Chip, das kann ich euch gerne mal zeigen, beziehungsweise einmal hier den Ausweis. Das sind hier die Ausweise von unseren beiden Hunden, von Emi und Carlotta. Und so einen Ausweis kriegt ihr bei jedem Tierarzt, beziehungsweise wenn der Hund geboren worden ist, als Welpe, wenn ihr die ersten Untersuchungen macht, könnt ihr euch so einen Ausweis ausstellen lassen. Der ist auf jeden Fall wichtig, der wird auch mitgenommen. Und hier sind alle Impfungen und so weiter drin dokumentiert, so dass, falls der Hund kontrolliert werden sollte, man das dementsprechend logischerweise auch nachweisen kann. So, und zwar steht einmal hier alles drin soweit, einmal das Geburtsdatum, beziehungsweise auch, wo sich der Chip hier befindet. Das ist bei beiden Hunden gleich. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber zumindest ist es jetzt bei unseren beiden Hunden hier so, dass sie den jeweils auf der linken Halsseite haben. Zusätzlich ist hier hinten weiter eingetragen, wann jeweils die Untersuchungen waren und beziehungsweise wann die letzte Tollwutimpfung war. Im Regelfall ist eine Tollwutimpfung immer 3 Jahre lang gültig. Das heißt also bei Emi, gut, da ist die letztes Jahr nochmal erneuert worden. Die ist auf jeden Fall noch aktuell soweit. Genauso wie bei Carlotta auch logischerweise. So, das heißt also, wenn ihr, wie gesagt, zusammenfassend, wenn ihr hinfahren wollt nach Kroatien und einen Hund mitnehmen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall eben so einen Impfausweis haben und dementsprechend, dass der Hund dann ja auf jeden Fall auch wieder auffindbar ist durch den Chip entsprechend. Ja, dann die nächsten Videos werde ich euch dann darüber berichten, wie dann die Reise verläuft mit unseren beiden kleinen Schnuckis. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.